Ist aber so, das gibt mal ein kleines Informationsvideo von mir zu Skyforge. Es gibt seit ein paar Tagen, ich habe ehrlich gesagt, ich habe es fast gar nicht mitbekommen, ist mir gestern so aufgefallen, die Season 4. Die ist jetzt hier, gut, ist auch ein klein bisschen versteckt, man muss halt hier nach rechts gehen, dass man zu Season 4 kommt. Die Season 4 gibt wieder ein Kostüm. Sie hat insgesamt, 13 Kapitel. Ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt bei der Season 4 bei 200.000 plus, also 220 habe ich glaube ich die Season 4 gemacht gestern. Die ist eigentlich nicht schwer. Es gibt ein Zimmer, dass man Insel Oki auf 3 Sterne spielen musste, aber das war jetzt echt nicht schwer. Also man kommt da mit 200.000 auf jeden Fall locker durch, sogar mit niedriger. Notfalls kann man ja mal für die, es waren 2 Missionen, wo man halt auf 3 Sterne glaube ich spielen musste, da kann man auch mal notfalls einen Gott ziehen, wenn ihr ein bisschen niedriger seid, wenn ihr unbedingt die Rüstung euch geiern wollt. Ich zeige euch mal ganz kurz die Rüstung. Ich bin vor dem Oberteil, also das ist die hier, ich blende es nochmal ganz kurz ein, das ist das Gewand des Wächters. Ich finde das ganz cool, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich finde es hat schon ein bisschen Style, aber was ich zum Beispiel überhaupt nicht cool finde, passend dazu, ist halt einfach die Mütze, das ist der Helm des Wächters. Naja, ich finde es passt einfach nicht im Gesamtbild zu der Rüstung irgendwie, es hat einen komischen Style, wie hat einer gestern gesagt, ein bisschen wie YMCA, aber gut. Das war es auf jeden Fall schon zur Season 4. Wie gesagt, Tipps gibt es keine großen, es ist nicht so schwer. Ich fand, das war fast mit die einfachste Season. Deswegen, wenn das Video euch gefallen hat, würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr weitere Videowünsche habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Bis denn, tschüss.